heute gibt es mal wieder ein kurzes Uncut von uns, oder von mir besser gesagt. Und zwar, was so die letzten Wochen bei uns abging, was es so Neues gibt. Nochmal kurz was zu Rubelinos Krankheit, deren Verlauf. Und ja, ich hoffe, dass ihr dann wieder auf dem neuen Stand seid und wir frisch und fröhlich ins neue Jahr starten können, weil ja jetzt 2016 noch nicht so richtig viel von uns kam. Ja, fangen wir doch einfach mal direkt an. Und zwar fangen wir an mit Rubelinos Krankheit. Er hat ja diese Knorpelabreibung in den Hinterbeinen, in den Fesselköpfen. Und das verheilt deutlich besser als gedacht. Ich habe da auch schon mal einen kurzen Eintrag in meinem Blog drüber geschrieben. Ich verlinke euch das mal hier unten in der Infobox, oder da ist es auch schon verlinkt. Und ja, ist halt sehr gut. Er darf jetzt mittlerweile schon wieder an der Longe traben. Ich saß auch schon zweimal drauf, damit er auch mal geradeaus traben kann und nicht immer nur im Kreis. Weil sonst hat er es irgendwann an den Sehnen vorne, weil er nur ja, longiert wird. Ja, ist halt sehr gut. Es bleibt allerdings dabei, dass wir nicht mehr springen dürfen. Dressurmäßig wird er allerdings trotzdem noch zu reiten sein und das ist schon mal auf jeden Fall echt eine Erleichterung. Also mir fiel wirklich ein Stein vom Herzen, als wir dann beim Tierarzt waren zur Nachkontrolle und er uns das Go gegeben hat, mal ein bisschen zu traben, weil ich ja doch irgendwie ziemlich runtergezogen wurde durch diese Diagnose, dass er bedingt reitbar bleibt und eventuell gar nicht mehr zu reiten ist. Ja, es war auf jeden Fall echt ein Hammer und das hat mich auch sehr runtergezogen. Es hat mir so ein bisschen auch den Spaß an allem genommen. Deswegen kamen auch keine Videos und zu wenig Blog-Einträge, weil ich einfach nicht wusste, worüber ich schreiben soll. Und jetzt, ja, fangen wir wieder bei Null an, so gesehen. Er sieht aus wie ein kleines Plüschschwein. Er ist ja auch nicht geschoren worden dieses Jahr und dementsprechend haben wir echt sehr viel Fell. Ich glaube, so viel Fell hatten wir ja noch nie, weil ich ihn sonst immer schere. Und ja, so an sich ist es ganz gut bei uns. Ich schaue mal, dass ich euch die Tage mal mitnehmen kann in den Stall. Momentan ist es da halt entweder dunkel, wenn ich komme, oder so super voll, dass ich dann irgendwie auch nicht vloggen möchte. Naja, mal schauen. Vielleicht überwinde ich meine Vlogging-Angst in der Öffentlichkeit ja noch. Fände ich eigentlich ganz cool, weil ich Vlogs generell sehr gerne selber gucke. Aber ich bin da nicht so begabt drin. Naja, mal schauen. Vielleicht finde ich auch jemanden, der mal wieder ein FMA von uns dreht. Mal gucken. Auf jeden Fall geht's Rubinho gut. Er blüht auch wieder auf. Er war jetzt in der Zeit, wo wir nur Schritt führen durften und er sonst in der Box stand, auch nicht mehr er selbst. Er ließ den Kopf hängen und die Ohren. Er war total unglücklich und jetzt, wo wir wieder so ein bisschen mehr machen können und auch ein bisschen reiten können, ja, ist er wieder wie früher. Frech, ja, lebensfröhlich, einfach mal ein Pferd. Und das ist schon ganz schön. Und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall wieder mehr von uns zu sehen. Ja, was kommt sonst noch Neues? Ich stecke in den letzten Zügen meiner Ausbildung und meines Abschlussprüfungen. Da muss ich jetzt auch ein bisschen was für tun. Das ist doch stressiger als gedacht, irgendwie. Es geht auch schneller als gedacht, irgendwie. Aber ich bin frohen Mutes, dass das gut klappt. Und dann habe ich das Zeichnen wieder ein bisschen angefangen. Das mache ich momentan sehr gerne. Und ich singe wieder ganz viel und bin eigentlich so ziemlich kreativ geworden. Oder mal wieder ziemlich kreativ, das ist ja immer so phasenweise. Deswegen kam auf diesem Kanal einfach ein bisschen weniger, weil das natürlich relativ wenig mit Pferden zu tun hat. Die Frage ist allerdings, ob ihr das vielleicht trotzdem sehen wollt. Also wenn ihr trotzdem sagt, boah, zeig mal, was du zeichnest. Oder ja, vielleicht ja auch, ne, zeig mal, wie du singst und so. Es ist nicht toll, auf gar keinen Fall. Ich bin nicht die nächste Adele. Aber es macht halt Spaß. Und ja, wenn ihr so ein bisschen mehr Gemischtes auf dem Kanal sehen wollt, dann hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar. Vielleicht kriege ich dann auch mal wieder eine Challenge gedreht oder ein Lookbook. Wobei, Lookbook könnte ich ja auch mal mit Reitsachen machen oder Pferdeoutfits. Das wäre auch mal echt eine coole Sache. Ja. Oder mal so Comedy-Videos. Das finde ich auch mal ganz nett. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt mir das auf jeden Fall. Dann setze ich mich da mal ran, dass wir da was Cooles auf die Beine stellen. Ja, ansonsten gibt es noch eins, was ich euch sagen möchte. Und zwar bin ich beim Signal Iduna Cup. Der ist am 5.3., also der ist vom 2.3. bis zum 6.3. Und ich bin aber am 5. da, das ist der Samstag. Und ja, wenn irgendwer von euch da ist und mich sehen sollte, sprecht mich bitte an. Ich freue mich immer, neue Leute kennenzulernen. Und es wäre echt cool, wenn man mal so ein paar ja, kennenlernen würde, die man sonst nur so durchs Internet kennt. Das fände ich echt schön. Ja, und ich glaube, das war es auch schon eigentlich von mir. So viel Neues gibt es gar nicht. Es war halt sehr still um uns, wegen der ganzen Krankheitsgeschichte und wegen den anderen Sachen, die ich so mache, die halt hier jetzt nicht so viel zu suchen haben. Aber ich gelobe Besserung
Und ich überlege mir was. Es geht auf jeden Fall jetzt vorwärts. 2016 wird gut. Das kann 2015, weiß ich nicht, ob das übertreffen kann. 2015 war bis aufs Ende schon ziemlich cool. Wir sind jetzt auch genau ein Jahr im neuen Stall. Und dieses eine Jahr hat uns echt extrem viel gebracht, reiterlich. Und auch so für die, für unsere Beziehung. Es ist echt schön. Der Stallwechsel war eine gute Entscheidung. Ja. Aber da könnte ich ja, wenn ihr Lust drauf habt, nochmal so eine Art Rückblicksvideo vom Stall machen. Also so von wegen ein Jahr am Stall. So in Kurzform. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ihr redet ja wieder viel zu viel. Ja, und wenn ihr Bock auf so Laber-Videos habt, könnt ihr mir auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Und vielleicht auch mal Themenvorschläge. Also ich rede gerne über alles mit euch. Ganz egal, was es ist, sagt mir, was ihr hören wollt. Und dann mache ich mir Gedanken dazu. Laber ein bisschen mit euch und hoffe auf eure Antworten. Ansonsten würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal.